zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's dann sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Oh Mann, ich möchte Zauberer sein. Oh, das kann jetzt lange dauern. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Super, die Ratte hat vielleicht einen Stab. Aber... Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Jetzt holen wir uns erstmal Hallo, noch... Hallo, Herr Krämer. Der Rattentöter. Hier. Was willst du? Umhangzeugs. Ich möchte meine Belohnung abholen. Ich hätte gern einen Ballen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Ja, na gut, hier. Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Okay, den Ballen haben wir. Vielleicht können wir da schon... Nee, wir brauchen noch ein Schnittmuster. Mhm. Okay. Vielleicht... Können wir der Ratte noch sagen, dass sie uns jetzt einen Zauberstab holen soll? Oder? Mhm. Da liegt das Sandwich immer noch. Sieht Herr sehr König, lecker aus. Kann ich dir helfen? Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ein Zauberstab haben Sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Überhaupt nicht auffällig, ne? Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Okay. Das war ein komischer Sprung. Ja, manchmal ist es ein bisschen komisch gemacht. Ich finde es auch seltsam, dass man nicht sieht, wie sie sich die Gegenstände gegenseitig geben. Ja, aber man muss auch so sagen, das sieht man bei einem Adventure-Spiel nicht häufig. Also auch bei Machinarium hat man es nicht so wirklich gesehen. Dann liegt es an mir. Spiele ich zu wenig wohl. Ja, das auf jeden Fall. Danke. Ich gebe mir äußerst Meister Mühe. Meister Markus? Ja. Ja, wer denn will, dass die Schoki öfters bei irgendeinem Spiel mitspielt, der schreibt es doch einfach in die Kommentare. Okay, und dann spielt sie vielleicht auch häufiger mit. Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Das kann 2 Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder in dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja, nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. So, vielleicht hängt ja jetzt schon eine Fahne draußen. Und dann haben wir einen Zauberstab. Und ein Schnittmuster. Ja! Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Nette Fahne. Mal sehen. Da ist ein Stück Papier drin. Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe.
Die dürfte passen. Hm, naja, am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Mal sehen. Da ist etwas. Es ist lang, dünn. Ein Zauberstab. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Hui! Es geht! Das ist er! Das ist mein Stab! Von wegen keine Magie in mir! Ja, ich würde sagen, wir haben es einfach drauf. Wir bedanken uns mal noch bei der Ratte, oder? Ja. Und... Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Ja, gerne. Vielen Dank, Leute. Ich sag euch dann, wenn ich Magiermeister bin. Okay. Schnittmuster, ja. Das hätte ich auch malen können. Dann wollen wir mal. Schnittmuster. Yay! Tada! Oh, sieht es toll aus. Und Opa sagt, Handarbeiten wäre nur was für Mädchen. Ja, das stimmt ja auch. Ich kriege einen bösen Blick zugeworfen. Okay, wir haben einen Zauberstab. Wir haben eine Robe an. Dann mal los. Dann sind wir jetzt hier eigentlich Magierlehrling. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Toll. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht einfach irgendeinen Stab nehmen. Man muss. Er hat rote Funken versprüht. Tatsächlich? Mhm. Das ist unerwartet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, und die Robe habe ich auch an. Los geht's. Meister Markus? Wilbur, was trägst du denn da? Schick, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht ein kleiner Magier vor mir. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Yippie! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht. Danke sehr. Und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der einzige und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus magischer Magierschule. Wow. Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Ich hätte es wissen müssen. Aber sag doch mal, was sind denn die drei Prüfungen? Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge, erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen. Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen, keine Sorge. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein.
Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Wie gut, dass sie in diesem Spiel übersetzt haben, 100 Barrel auf 159 Liter. Das ist auch nicht schlecht. Oder ein Barrel hat 159 Liter. Irgendwie so. Okay. Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Okay. Dann lernen wir ich mal weiter. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Und wie wir dann hier diese magischen Sachen besorgen, beziehungsweise nur das Artefakt besorgen, den Spruch hervorsagen und den Trank brauen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Mit dabei ist natürlich wieder die Schoki. Hallo. Und der Fallu. Hallihallöchen. Ja, da schaut uns Wilbur an und er kratzt sich am Hintern. Und wir sind ein Magier geworden, haben einen Zauberstab, haben einen Magierumhang an und haben sonst noch allerhand Zeug und sind jetzt Magierlehrling. Wir dürfen jetzt hier auch die Sachen benutzen. Hoffe ich mal. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung, Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Ja, so erwartet man auch ein Fachbuch. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja. Hier stehen okay, die Zutaten okay. Und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Aha, einige Sachen.
Aber wahrscheinlich, das müssen wir jetzt nicht aufschreiben. Da können wir bestimmt die Sachen dann immer abhaken.